Okay, dann wollen wir nochmal uralter Schatzkarte 2. Wir finden dich, weil wir einfach extrem hartnäckig sind. So wie die Wildschweine, die haben auch harte, neckige Ecken. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Laut Karte müssten wir darunter. Ich habe jetzt hier unten schon alles abgegrast, bis wir gar nicht mehr nach unten dürfen, weil außerhalb der Karte. Ich glaube, ich lasse den Stein einfach mal sein und gehe einfach mal diesen Weg weiter entlang. Ich meine, hier unten haben wir schon alles abgegrast. Dieser Stein, der da markiert ist. Den können wir knicken. Ah, wieder Gestrüpp. Da, dieser Kackstein, der führt nicht zum Schatz. Ist eine Verarsche. Ich orientiere mich wieder an dem Weg oben. Vielleicht hat da einfach woraus irgendwas durcheinander gehauen. Hier unten an der Sausa ist auf jeden Fall nix. Nix. Also, im Grunde müssen wir einfach zu unserer Markierung gehen. Denn die finde ich schon sehr genau gesetzt. Da, wo wir von dem Weg abgehen sollen. Vollbild. Das Ding da. Quatsch. Roter Punkt. Leicht rechts davon. Das ist das schon. Dann gehe ich jetzt einfach mal komplett nach Norden, bis es nicht mehr geht. Dann gehe ich mal ein Stück nach rechts. Und dann halbwegs wieder auf den Punkt zu, glaube ich mal. Das ist der Plan. Ich orientiere mich jetzt nicht mehr an diesem blöden Stein und dem Wasser. Ich orientiere mich jetzt an dem Bieg im 90-Grad-Winkel vom Weg ab. Ja. Ah, der Kackstein. Kannst du uns mal... Hoppala. Gleich fliegen wir wieder gegen den Baum. Weg. Ja. Liegt hier wieder ein Wagen. Ah, okay. Boah, hab mich erschrocken. Das war kein Wagen. Boah, es hört mit. Oh. Mann, ey. War das eine Schatztruhe? Nee. Oder? War da gerade was neben dem Weg? Boah, Gänsehaut. Nee, es war ein Baumstamm. Könnte auch eine Schatztruhe sein. Oh Mann, ey. Ja. So, Linksknick kommt dann gleich. Da, wo die Steinchen aufhören. Pass auf, wo du langläufst. Überquert den Weg, ohne zu gucken. So, hier noch rum. Hier sind Steinchen. Das ist auf der Karte eingezeichnet. Ja. So, hier hört unsere Markierung auf. Und hier hören auch in etwa die Steinchen auf. Hier sind sie noch ganz klein. Aber... Laut Karte müssen wir, wenn noch Steine sind, nach unten gehen. Da steht zwar Südosten, aber Südosten-Kompassstreifen, können wir auch mal machen, aber ich gehe jetzt erstmal schnur weg, gerade nach unten. Direkt nach Süden. Ich gehe mal wirklich direkt auf meinen Punkt drauf, den ich letzte Folge gesetzt habe. Kompassstreifen. Jetzt gucke ich gerade nur auf den Kompassstreifen und laufe so durch die Spielwelt. Das gefällt mir grundsätzlich gar nicht. Süden wäre direkt da. Gucken wir auch so auf dieser Karte, ja. Dann wollen wir mal... Ich muss ja irgendein System haben. Wenn ich jetzt wieder so querbeet reingehe und dann... So quer über die Karte streusel, dann wird das ja nichts. Da ist ein Haus. Jetzt wird's aber interessant. Wenn da jetzt eine Truhe ist, die Warhorse-Zeug drin hat, dann... Das ist wieder lustig, wie schnell das auf einmal geht, aber... Das wäre auch verdammt einfach. Höhleneingang oder wie? Da liegt jemand drin.
Warum ist hier passiert? Ist dem Stein auf den Kopf gefallen? Gewöhnlicher Pfeil. Wurde hier drin erschossen. Hey, wir haben wieder ein paar Pfeile. Das ist nicht die Hölle, die da eingezeichnet ist. Trotzdem höchst interessant. Kann man da noch rein? Sieht jetzt nicht danach aus. Hier war auch nirgendwo ein Eingang. Ich kann mich noch an den einen Schatz erinnern, der im Brunnen war. Das muss ich nochmal kurz anreißen. Im Brunnen. Da war ja. Oh, wo war denn das nochmal? War das hier oben? Ich meine, ja, das hier kommt mir gerade bekannt vor. Ich meine, hier irgendwo war mal ein Brunnen. Da war auch irgendeine Schatzkarte. Da musste man in den Brunnen reingreifen. Das war die Karte, die wir vor ein paar Folgen hatten. Ich meine, es war schon hier. Hier hört der Wald auf. Ich glaube, das war wirklich hier. Womöglich ist das der Brunnen, den ich meine. Aber um den Brunnen geht's gerade nicht, aber das hat mich gerade daran erinnert. Ich gucke hier lieber nochmal ausführlich. Nicht, dass es daran scheitert. Schatztruhe. Die ist schon geplündert. Unter dem Mantel? Nee, an der Decke bestimmt auch nicht. Wenn ich aber jetzt einmal hier im Wald sowas Markantes finde, wie den Stein, dann gucke ich mir das auch nochmal näher an. Hier könnte man bloß sein Pfeillager auffrischen. Okay, wir müssen weiter. Ganz stur nach Süden. Ob hier auch noch so ein Stein kommt? Vielleicht ist der Stein einfach so ein Hang, wie bei der Schatzkarte bei Wojcik. Hier geht's bergab, hier könnte ein Höhleneingang sein, in der Theorie. Hier sieht's ganz schön weitläufig aus, hier kann man weit gucken. Laubbäume hinter uns. Da sind Nadelbäume. Die sind ja auch auf der Karte eingezeichnet, ne? Dieser Übergang hier. Na, wobei, hier sind ein paar da drin, aber hier ist ganz viel Genadel. Kann man das jetzt so wirklich auch sehen? Wobei, ich komme jetzt wieder von meiner Markierung ab. Ich merke mir das mal. Ist ja recht einfach auf der Karte zu finden. Oh, das ist ein Stein. Gänsehaut. Aber ja, hier wird es nädeliger. Da nimmt, kann man die Karte schon genau nehmen. Ich fasse es nicht. Direkt unter dem Stein eine Höhle. Nix zum Knacken, einfach nur zum Öffnen. Ich fasse es nicht. Warhorse Stepplinge, das ist die uralte Schatzkarte 2. Aber wie ungenau das denn ist. Ich gehe nochmal kurz weiter weg, damit wir auf der Karte mit unserer Spielfigur das Eck nicht verdecken. Aber wie einfach das jetzt praktisch wieder geht, nach fast 10 Minuten, einfach weil ich jetzt einen kompletten anderen Ansatz angegangen bin, weil ich da unten schon, wie dreckig wir wieder sind, Charisma 3, weil ich da unten jetzt schon über eine Stunde verbracht habe, in Summe in den ganzen Folgen, wo ich da unten war, nicht nur letzte Folge, sondern eben auch damals, als ich den vermeintlichen Stein der uralten Schatzkarte 2 gefunden habe. Ey, aber die Karte ist wirklich verdammt ungenau. Also woran man sich wirklich orientieren muss, dieser Weg da, wo ich auch diese Markierung gesetzt habe und eben an diesem Bacharm, sage ich mal. Aber wie nah das einfach an der Sarsau dran liegt und auf der Höhe von Rattay. Wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken. Ja, auf der Höhe, aber so weit weg. Wir haben da unten geguckt, ey. Eieiei, wie weit weg das ist. Ja, dieser Weg kam mir halt spanisch vor. Und hier kann man halt nicht hin. Das war so nah an der Sarsa dran. Aber jetzt haben wir es gefunden. Höhle, da. Also wer es sucht, ihr habt es ja gerade mitgeguckt und mitgefunden.
Ja, Gebiet Rehe, dieser besonders dunkle Waldfleck, da. Hälfte, leicht daneben, da sind viele Nadelbäume. Unterhalb des Hauses, leicht links davon. Aber wir haben es gefunden, wir haben es gefunden, unglaublich. Ich habe da locker über 1,5 Stunden reingebuttert. Dieser Stein, ey, ein ganz anderer Stein. Schon gemein, wie viele Steine es hier gibt, die einen auf die falsche Fährte locken. Das war wirklich ein großer Stein, wie kommt denn der hierher? Warum steht er so frei? Wer baut denn sowas? Ach nee, falsches Spiel. Ist nicht zugehangen, ist zugeschüttet worden, vielleicht von der Natur. Weil Holz hat nachgegeben und dann Erde rutsch, rutsch. Ist der Stein nachgerutscht? Hm. Egal. Eschenlangbogen, gefärbter Plattenwams, gefärbtes Plattenwams. Das Wams, der Wams. Okay. Himmlischer Spielwürfel, okay. Marathon 4, 300 Groschen. Mal wieder modische Schlappen. Rezept für Wermutsgeist, verzierte deutsche Beckenhaube. Die hatten wir, glaube ich, auch mal auf. Warhorse Panzerhandschuhe und Warhorse Steppbeinlinge. Nichts wert, deswegen sollte man die nicht verkaufen. Man kann sich komplett in Warhorse Kostüm herumschlagen. Und so schlecht sind die Sachen auch gar nicht. Endlich. Auch Häkchen dran. Ich werde die Folge bestimmt wieder Schatzkarte, uralte Karte 2 nennen. Und wenn ihr die Folge davor gesehen habt und im Videotitel steht das nicht, dann kann man davon ausgehen, dass in der Folge, in der letzten, der Schatz eben nicht gefunden wurde. Jen, da guck mal, was wir gefunden haben. Boah. Allradantrieb und kommt da nicht hoch. Komm schon, du schaffst das, Jen, du schaffst das, wir glauben an dich. Jawoll! Hm. Ja, viel schlechter, aber interessante Farbe. Schlecht sieht die auch nicht aus, aber die ist halt eine ganze Ecke schlechter. Nürnberger Schulterplatten. Das Zeug sieht so edel aus, weil unser Zeug jetzt wieder durch die ganze Waldwucherei, sag ich mal, wieder ganz verdreckt ist. In die Satteltasche. Jetzt gucke ich mir das Warhorse-Zeug nochmal an. Ah, die sehen schon schick aus, die Handschuhe. Diese Farbe ist auch nicht verkehrt. Wir müssen uns mal komplett in diesem Warhorse-Zeug anziehen. Wollen wir das jetzt mal machen? Hm. Yenda. Jetzt geht's erstmal nach Hatay zurück ins... Wir brauchen ein Bad. Ja. Wir brauchen unbedingt ein Bad. Bei unserer Lieblingsbadinhaberin. Und vielleicht die Ausrüstung wieder ganz machen. Tja, damit haben wir jetzt im Grunde alles geschafft. Zwischen dieser aktuellen und der nächsten Aufnahmesession will ich nochmal gucken, ob ich irgendwas wegen... Ja, das ist der Weg. Wegen der Saberschwertgeschichte irgendwas vergessen habe. Ja. Wenn ich zum Entschluss Nein komme, dann gucke ich mal im Internet nach. Und wenn doch, dann gehe ich dem einfach nach, meinem Gedanken. Aber das eben, wie gesagt, mal zwischen den Aufnahmesessions, nicht jetzt. Wir haben schon 4 Teile. Ich bin da zuletzt so akribisch die ganzen Sachen, wo das sein könnte, abgegangen. Der Schmied in Tarnberg war sowas von schwierig, weil der halt ganz oft nicht da war. Aber hey. Wer hartnäckig ist, der kommt schon an sein Ziel. Oh. Er will schnell sterben. Wieder 4. Nee, hab ich jetzt keinen Bock. Ja. Wobei. Hm. Ist einer mit einer Bade dabei?
Ja. Ja. Okay. Wollen wir mal nicht so sein. Die freuen sich ja schon, die Jungs. Wir müssen auf jeden Fall wieder Pfeile mitnehmen. Wohin rennst du hin? Geflüchtet sein? Ja, wohin ist er wohl? Er steht vor dir auf seinem Pferd. Er sitzt auf seinem Pferd und das Pferd steht vor dir. Pappnasen, Nase. Oh Gott. Was ist los? Ja, was ist los? Trifft doch schon. Ah, nicht? Oh, der hat auch so eine coole Sperrruhe dabei. Weiß Schild. Ja! Sieht schon schick aus, aber ich bin halt Langschwert-Fan. Mist. Die geilen Pfeile sind halt bald wieder alle. Dann haben wir nur noch Jagdpfeile. Und die sind für gewöhnlich da, um Fell, bloße Haut zu durchdringen und nicht Rüstung. Sind aber trotzdem Pfeile und werden trotzdem Schaden machen. Rennt der helle Bademann hin. Ich will ihn anfuchteln, der sieht glänzend aus, weil es regnet. Oh Gott, ich treffe den Baum. Ja. Auch lustig. Sollte das nicht ganz schnell gehen? Ihr seid ja immer noch am Leben, ihr bösen Buben. Noch haben wir einen Fall, ja. Ja! Weichei. Ah, hinter dem Baum ist blöd. Hasi, renn weg. Na, 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 du hast einen Fall. Mach den erst raus, erst dann darfst du schlagen. Ja. Hallo, heller Bademann. Was da unter einem Stein hervorkommt. Oh. Immer noch einen Pfeil. Im Köcher. Ein Pfeil. Hasi rennt wieder mitten durchs Geschehen. Er ist aber hell. Oh nein, heller Bademann. Jetzt wird er. Jetzt wirkt er wieder so dunkel. Ja. Die haben keine Lust mehr. Doch, er wieder. Heller Bademann 2. Ja. Noch einen Pfeil in der Hand. Ja. Das geht schon wieder länger als gedacht, ey. Aber einmal angefangen, jetzt ziehe ich das auch durch. So wie bei den Banditen bei Nacht letztens. Ja. Immer noch ein Pfeil. Jetzt kommt der Schildheinz wieder. Er stirbt aber auch nicht. Rüstung zu dick, Pfeile zu schwach. Ja. Sind sie zu stark, sind deine Pfeile zu schwach. Banditens Friend. Ja. Der helle Bademann soll da ankommen. Ja. Er lebt ja immer noch. Pfeil? Ja. Ganz schön effektiv. Wir treffen viel, aber die Pfeile ist nicht so effektiv. Die könnten stärker sein. Na, wir müssen auf jeden Fall bald mal wieder geile Pfeile mitnehmen. Oh nein, Sperrruhe getroffen. Hey, helle Bademann. Ja genau, du als erster. Sehr gut, du hast nämlich nicht so einen schönen Schild. Nein, er zieht uns, zieht sich ran und wir fliegen runter. Dieser elende Cheater. Au, au. Torso, aua, haben wir. Ja. Also. Immer noch einen Pfeil. Ging ganz schön lange gut mit den Hellebarden. Komm mal schneller näher. Oh, scheiße. Der, jetzt haben wir keinen Pfeil mehr, ne? Zwei Wundpfeile noch, halt viel Kleinkram, den wir letztens auch beim Haus aufgesammelt haben. Oh. Ja. Vor uns. Wer noch was von Wochen sucht, hier in der Ruine nebenan ist was. Da ist eine Truhe. In der Ruine. Müsst auf die Mauer gehen. Ja. Falls ihr da noch nicht zugeguckt habt. Was ich nicht verstehen kann. Ja. So, wieder alle. Zwei weg. Ein gewöhnlicher Fall aus dem Keller von diesem abgegammelten Haus. Hä? Da hinten. Rennt der hin? Hier sind wir. Halt! Bleib stehen. Wohin könnte er geflüchtet sein? Ja, wohin noch? Ja, er muss hier irgendwo stecken. Ich versuch ihn jetzt nicht abzuschwertern, weil
Zumindest nicht vom Pferd, dann holt er uns bloß runter. Aber er ist gerade sehr alleine. Ich mach den jetzt platt. Ich hoffe, ich mach den wirklich platt. Noch haben wir leicht Aua. Na, ah, blutet schon wer oder verblutet gerade jemand? Bist du das? Irgendwann packt er seine Hellebarde weg und nimmt sein Schwert, was er da rechts hängen hat. Wenn sich jetzt seine Kollegen ranschleichen, dann ist das ärgerlich. Oh, ranschleichen. Jetzt gibt er das Ding ab. Hoffentlich hebt er das nicht mehr auf. Gegen zwei habe ich jetzt keinen Bock. Ohne Pferd. Kurz in den Arm geguckt, ziemlich hohl. Hebt er seine Hellebarde wieder auf? Hat er gerade stirb gehustet? Oh, er hat keine Lust mehr. Wenn er dem nicht nachgeht, dann haut er ab. Mehr hast du nicht drauf? Jawoll, tot. Er kann nicht mehr abhauen. Seine Ausrüstung bleibt hier liegen. Bringst du deine Kollegen mit? Sieht gerade nicht so aus. Ey, du hast eine Hellebarde in der Hand. Oh Gott, hier da. Aua. Trau dich doch. Ah, sie ist wieder da. Er hat einen langen Stock zum Blocken, aber jetzt im Nahkampf ist er eigentlich unterlegen. Ist ja ungelenkig. Jetzt gibt das ab. Ja, rum halt. Endlich mal wieder ein Langschwertkampf. Mal gucken, wie lange der geht. Riposte. Meisterschlag. Komm und hol mich. Hoffen, oben rechts, komm. Au. Mist. Ich will durchlaufen machen, umhauen. Mist. Oh, oh, oh. Nicht gut. Auch nicht gut. Okay, ich mach selbst wieder Riposte. Ich bekomme gerade zu viel ab. Bald wird es mit dir vorbei sein. Oh Mann. Nicht gut gemacht. Mm. Schade, ich wollte die Schwerter verkeilen. Ist aber gar nicht mal so blöd, der Typ, obwohl der eine Hellebarde dabei hat und vielleicht gar nicht so spezialisiert wirkte. Auf Langschwert. Aber schön, mal wieder ein härterer, länger Kampf. Längerer Kampf. Die Ausrüstung müssen wir dann auf jeden Fall wieder ganz machen. Ich hab schon einiges abbekommen. Schnitt! Jetzt hat er schon ganz schön viele Schläge wieder einstecken müssen. Oh, das war spät, deswegen auch nicht mehr so gut. Jetzt weicht er nochmal aus. Oh Mann, er weicht aus. Das Pieksen war erfolgreich. Na, jetzt nicht mehr. Ha! Oh. Duplieren! Erfolgreich! Und weg damit! Na komm her! Boah, das war ein cooler Sound! Wo hat er denn den hergehabt? Okay, der liegt direkt auf dem Weg, den sollte ich nicht verfehlen. Sind die anderen jetzt noch da oder sind die abgedampft, weil es regnet? Ja! Die haben mir ja von da oben aufgescheucht. Ob ich nochmal den anderen umgepfeilt? Das ist. Der wird doch nicht despawned sein. So weit weg waren wir noch gar nicht. Der war doch irgendwo hier so auf der Höhe, oder? Der hockt doch hier ungefähr. Hä? Oh, ich glaube, wir stehen fast drauf. Ja. Gut, dann belassen wir es bei den beiden. Mitnehmen. Peschek wird sich freuen.
Kleines Rüstungsset. Pfeiler, ja, wunderbar. Falls wir jetzt noch einen Kampf erleben. Da vorne könnten ja noch Kumanen lauern. Zwischen uns und den Holzfällern. Das sind einfache Leute. Oh Mann, ich hätte gedacht, er wäre wertvoller. Und das Zeug ist halt auch schon ziemlich, weil wir ihn bekämpft haben, beschädigt. Was ist hier los? Der ist tot. Zu Recht. Soll er jetzt noch aufsteigen dürfen mit dem Gewicht? Dürfen wir 10% von unserer maximalen Tragekapazität überhaben, um noch aufs Pferd zu steigen? Ich weiß es nicht. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, sind hier noch Kumanen? Nö. Nix, Nijak. Ich habe gehofft, ich kann mal eine Folge abgreifen durch die Untertitel, die über den Leuten stehen. Übertitel? Dass dieses Nijak mal auftaucht, aber die standen meistens zu weit weg. Wenn ihr wisst, wie das geschrieben wird, falls ihr das selbst schon mal herausfinden wolltet, oder ihr einfach der Sache ganz doll auf die Spur gegangen seid, dann lasst mich mal wissen, dieses Command Nijak, wie das richtig geschrieben wird und vielleicht sogar, was es heißt. Könnt ihr auch gerne noch mit da lassen und ich guck dann selbst nochmal. Hey du! Ein Söldner. Ich hab ein verlockendes Angebot für dich. Ah, wir sind gerade so schwer. Moment. Den Kampf nehme ich jetzt auch noch mit. Nienda, nimm mal was ab. Gefärbte Aachener Brigantiner. Interessante Farbe, nicht mein Geschmack, aber... ist bestimmt so eine... so ein Rüstungsteil von Mercedes. Habe ich noch den Aachener Kram oder ich guck mal kurz nach A. Den Aachener Kram habe ich doch wohl nicht hoffentlich verkauft, sondern bei Yenda abgegeben, oder? Rüstung A ist nämlich nichts mehr. Söldner Yenda, geh mal ein Stück weiter weg. Oh, ist auch eine schöne Kampfwiese. Yenda, geh mal hier hinter. So, jetzt können wir kämpfen. Junge, komm mal her. Was gibt es? Wie schlecht der ausgerüstet aussieht. Ich habe ein Angebot für dich. Eine Wette. Du bist doch der Baumler. Ich höre. Ein kleiner freundschaftlicher Kampf. Nur wir beide. Der wird sowas von früh drauf gehen, wenn wir ihn blöd treffen. Wer bist du überhaupt? Und was machst du? Ich? Ich bin nur ein Vagabund, der mit einem Schwert umherzieht, um seine Brötchen zu verdienen. Also ein Räuber. Du tust mir Unrecht. Der Räuberei gebe ich mich nur hin, wenn es sein muss. Letzten Winter etwa. Dem Räuberwesen bitte. Zu stellen? Ja, gerne. Gut, warum nicht? Endlich einer mit Mumm. Ich hoffe, du hast auch Geld. Na, wir bringen ihn nicht um. So oder so nicht. Wette annehmen, ja. Ja, habe ich. Können wir nicht 50.000 Groschen setzen? Beginnen wir also. Wobei, Sophie hatte nicht mit. Na. Oh, mit Schild. Und schon umgelegt. Jenda, was machst denn du hier? Das war durchlaufen. Wie der Schild schlabbert. So. Komm wieder ran. Mist, daneben. Haha, daneben. Ich sollte nicht da, wo ich hinzeige, gleich anfangen. Wenn damit Finte. So hier. Nicht. Das war nicht Finte. Ich wollte von links anschlagen. Mist, habe ich überhaupt nicht meine Kombination durchgebracht. Oder weitergeführt, die ich machen wollte. Duplieren. Puh. Ui, wir stehen gerade blöd. Conny, hat das wehgetan?
Wie, schon Feierabend? Nö, ich mach meine Kombination noch zu Ende. Slacker. Heute ist nicht mein Tag. Ups, mach die Fackel an. Ein Silberhund troll dich. Mann, werd mal besser. Wird mal Zeit, dass wieder ein Rataya Turnier ist. Wir könnten uns ja einquartieren. Aua. Hab gerade an meinem T-Shirt gezupft und dabei das T-Shirt zwischen den Fingern verloren und dann voll mit der Hand gegen die Tischplatte. Ob man es gehört hat, keine Ahnung. Jender, gib mal was ab. Aachener Brigantine. Habe ich das verkauft? Ich finde es hier nicht mehr. Es fing doch mit Aachener an. Aachener Plattenbeinlinge. Mist. Klopfer behalten wir. Schwerer Kriegshammer zweimal ins Inventar. Streitkolben, das ist unsere. Ah, hier Augs. Voll übersehen. Da sind sehr. Braune Steppjacke bleibt. Den Edlingsschuhen haben wir jetzt auch schon einige in der Haupttruhe. Edle Komposit, Brigant, Brigant und Plattenwams, Hundskugel, die von Leiper, nein. Kettenbeininge, kumanischer Anführerhelm, ich gehe nicht zu Herrn Robert, Kyras, Leichttuch, nö. Mailänder, Nürnberg, zweimal davon, Nürnberg auch zweimal, Nürnberg, Pilger, behalten wir für diesen Kuttenberger Wanderer. Leiper, schwer und verziert, das ist für Theresa immer noch. Ich hoffe, sie freut sich und ich hoffe, sie nimmt es auch an. Kein Kelch oder so, okay. Peschek, wir schleppen auch unseren Rucksack. Boah. Na, Bursche. Hundi. Lust, ja. Gott sei mit dir. Ich habe hier Ding. Verkaufen wir jetzt nichts Falsches. Ich habe, denke ich, kein Leiperzeug mitgenommen. Ich habe ja auch hoffentlich genau drauf geachtet. Falsch. Kettenbeinlinge, Meißner, dunkel gefärbt, Platten, ganz normal, schwere Lamellen, beide Hämmer, deutsche Becken, Kuttenberger, Mai, Nürn 2, Nürn Edler, Mailänder Brigantine, Mailänder, Becken, Edel 3, oh. Hundskugel, kumanischer Anführerhelm für Nicht-Herrn Robert. Den Bogen haben wir erst gefunden. Woraus? Nein. Weg. Eine Fackel nur. Habe ich auch schon lange keine mehr mitgenommen. Viele Bücher. Goldene Sporen. Weg. Kelch. Weg. Vier Sporen. Schon 5.900. Ich sehe gerade die Räucherwurst. Wir haben 83 Sattheit. Apfelkram, eine Kette gab's nicht noch, oder? Wobei, die ist nicht so leicht, oder? Halskette haben wir an. Die Pfeile sammle ich, drei Ringe, sammle ich in der Truhe. 6.000 Groschen. 218.000 hat er, ey. Warenkorb, mehr Peschek. Er hat einen Rufpunkt mehr als beim letzten Mal. Ist gut. Theresa denkt sich im Hintergrund wieder, ach, die beiden wieder mit ihren Groschensäckel, die sich dann immer freuen. Oh, Peschek, guck mal hier, ich hab so viel drin, das sind über 100.000. Ach, guck mal, ich hab über 2.000. Ach, oh, ist das lustig. Gib mal was, du Knauser. 777, schöne Zahl. 3.330 waren vorhin aber realistischer. Was bist du nur für ein Knauser? Ja, was für einer, du kennst uns doch. Damit wird er über drei Viertel haben. Laune. Miesgelaunte Laune. 6.900. Wir machen mal 747. Das ist eine schöne Zahl. Was sagst du dazu? Wir kommen der Sache näher. Okay, noch nicht letztes Angebot. Das ist eine blöde Zahl, Peschek. 737 klingt doch schön. Endlich eine vernünftige Summe. Jetzt hätte er nö sagen müssen, trotz letztes Angebot. Gut. Dann noch ein paar Pfeile umlagern. Und die Warhorse-Sachen. Die wollte ich auch noch anziehen.
Erstmal Inventar, Waffen, alle Pfeile weg, außer die Spitzpfeile mit Schlaftrunk drauf. Verschieben, ich will die einfach sammeln. Dann greife ich vom großen Stapel was ab. Auch die, die wir ausgerüstet haben, weg. Gefunden, Anzahl. Verbesserte Jagdpfeile, 434, unglaublich. Wundpfeile, 162. Was hat ein Bums? Spitzpfeile plus 6, ein hochwertiger Pfeil. Nehmen wir dafür doch mal, wie viel haben wir gerade? 165. Ja, reicht erstmal. Gut. Teller noch leer. Nahrung. Apfel bringt 2. Räucherwurst bringt. Oh, 27. 4 zu 4. Energie minus 7. Speck minus 0,5. Wirklich minus 7? Ey, Alter. Ist ja unglaublich. Satellit 15 passt. 57er Zustand gerade noch in Ordnung. Und damit es nicht zu ungesund wirkt, noch ein 54er Apfel hinterher. Für Charisma haben wir jetzt sogar 15 wieder. Ja, man muss sich nicht zwingend in ein Badehaus begeben, wenn Trog rumsteht. Therese ist gerade beschäftigt. Ach, der Baumler. Ach, wir können ihn nicht mal befragen. Komposter. Theresa, guck uns mal an. Ich will wissen, wie wir aussehen. Oh. Badehaus sauber gemacht, sieht trotzdem besser aus. Aber besser als nix. Theresa, auf dich kommen wir bald zu. Jetzt gehe ich mal zu Yenda. Unser Gepferd hat ein paar Sachen ganz machtiger. Mal gucken, wie viele wir einsetzen können. Schneider-Set, Schuster-Set, nehme ich mal beide mit. So viele brauchen wir schon nicht, aber mitgenommen ist mitgenommen. Kleines Schmiedeset. Ups. Ja, davon nehmen wir auch ein paar mit. Eigentlich mehr. Ach komm, alle hier. Haben auch keinen guten Zustand mitgenommen. 7 mit 77, ich nehme die jetzt auch alle mit, ehe ich da wieder hier reingehen muss, weil ich nicht so viel mitgenommen habe, wie ich eigentlich brauche. Schuster-Set, wir haben nicht so viele Schuhe. Schmiedeset, Schneider, achso, haben wir glaube ich auch schon ein paar mitgenommen. Egal, Rüstungsset, auch noch ein paar, können wir eh alle wieder abgeben. Ich gehe jetzt erstmal rüber, was können wir denn jetzt noch ganz machen? Wofür reicht unsere Reparieren-Fähigkeit aus? Was Einzelnes. Toll. Das Schwert hat gar nicht so viel abbekommen. Aber das Ding ist weg. Rüstungsset schon interessanter. Boah, der Kürass ist so schlecht, den können wir ganz machen. Geil. Machen sie mir mittlerweile gut. Der Bogen und das Schwert. Schmiede brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe auch die 25 geguckt, das ist der Verteidigungswert. Ah, ich depp. Wollte schon sagen, Gambeson, wir kommen bald. Das ist noch so ein kleines Ding, das pappen wir da auch noch drauf. 7 von den leicht angeschlagenen, aber erstmal die beiden. Was? Nichts zum Kombinieren? Kleines Schmiedeset. Oh. Bunthaube, Gambeson, andere Schriftfarbe, geht nicht. Schuhe schon ganz. Zu kaputt. Beinlinge ganz, Ring ganz, schön, geht noch mehr. Auch ganz. Gar nicht mal so schlecht. Der Klosteralltag. Am Set liegt's nicht, oder? Ach so, jetzt Rüstungsset nicht. Ja, wir sind noch bei R.
Wegen des Gambeson. Zu angegrabbelt. 52er Zustand, nicht 11er. Wie spät haben wir es? Ach, die Läden sind schon zu. Oh, im Menü war es gerade noch regnerig. Gut. Dann mache ich es wieder so. Endlich die uralte Schatzkarte 2 gefunden. Wir gehen ins Pen und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wenn wir ausgeschlafen haben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.